Ja, gib alles, Selina. Hau dir ins Zeug. Ich hab gedacht, du willst gewinnen. Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Ich habe heute die Selina vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Und hinter der Kamera ist heute die liebe Chiara. Hallo. Hallo. Wir machen nämlich heute mal was sehr Außergewöhnliches. Eine Challenge. Und zwar haben wir die außergewöhnliche Hintergrund-Challenge und wir treten gegeneinander an mit dem Samsung Galaxy A6 Plus. Denn diese Woche darf ich nämlich verschiedene Smartphones von Samsung testen und das ist heute das Samsung Galaxy A6 Plus. Und wir probieren uns gegenseitig vor den außergewöhnlichsten Hintergründen zu fotografieren. Wer das bessere Foto macht, der gewinnt. Und ihr entscheidet das zum Schluss, okay? Und wir suchen jetzt nach sehr außergewöhnlichen Hintergründen und legen los. Los geht's! Leute, der Wind spielt uns heute ein bisschen den Streich. Es geht der Wind so. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Wir haben uns schon eine Location ausgesucht und die zeige ich euch jetzt. Wenn ihr mich nicht hören könnt, schreibe ich Untertitel, okay? Wir dachten, wir sind heute besonders originell und nehmen eine Radstation mit Einkaufswegen davor und Paletten davor. Denkst du, du kannst da draus was machen? Keine Ahnung, wir werden es anschauen. Ich schlage dich. Ich bin besser als du. Das ist viel gemeiner. Du hast eine riesengroße Fanbase und ich nicht. Außerdem habe ich mehr Erfahrungen, was Fotos angeht. Das stimmt. Ich mache nur Selfies. Also. Selina, ja? Weil ich einen Vorsprung habe und das hier meine Community ist und weil ich schon länger Instagram führe, fange ich jetzt an und du darfst mich fotografieren, okay? Okay, jetzt. Was will ich denn? Was mache ich denn? Ich habe da hinten schon was Cooles gesehen, Leute. Kommt mal mit. Und zwar habe ich hier, wenn ich ein Rad besitzen würde, würde meins wahrscheinlich so aussehen. Den Hintergrund bitte ganz unscharf. Ich mag den Hintergrund ganz unscharf haben. Ja, jetzt schon auf der höchsten Stufe. Nein! Du bist so verrückt. Nein! Gar nicht so leicht, sieht man das beste Ding schon weg. Stibitzt. Diana. Ich glaube, wir werden das da aussuchen. Ich hoffe, Aha! Aha! Sollen wir ganz fancy oder was? Das ist echt cool. Ich mache nur ein bisschen die Einkaufswegen drauf. Traust du nie posten, Selina? Traust du nie posten? Ja, so schlimm. Nein, aber außergewöhnlich. Die wir uns jetzt ausgesucht haben, blende ich euch hier jetzt ein und ihr könnt schon mal voten beim ersten Durchlauf, wer gewonnen hat, okay? Also schreibt 1 und dann, wer gewonnen hat. Unbedingt Selina Nehmer. Wir haben schon die nächste Location gefunden und es ist eine Art Baustelle. Es ist eine Baustelle. Wir versuchen das so zu verwenden, dass wir nicht in den Knast kommen. Nee, Selina muss diesmal anfangen, oder? Weil immer abwechselnd. Also ist jetzt Selina dran. Ich überlege gerade noch. Selina weiß nicht, was sie macht. Einigermaßen oder soll es so halten? Ich erkläre euch jetzt nämlich schnell mal was hier. Denn man kann mit dem Samsung Galaxy A6 Plus hier mit dem Live-Focus, mit der Backkamera Hintergrundunschärfe erzeugen. Mit einem Regler, schaut euch das mal an. Also hier ist es im Hintergrund scharf und wenn ich hier auf Plus gehe, wird es im Hintergrund unscharf. Mega nice. Deswegen frage ich auch immer Selina, willst du den Hintergrund scharf oder unscharf haben? Denn sie kann sich hier entscheiden. Ich will den Hintergrund unscharf haben. Also unscharf? Nur das soll scharf sein. Und du unscharf?
Nein, ich soll schon ein Schaf drauf sein, wir beide, also das Herz okay. Na, ob das jeder erkennt, dass das ein Herz ist? Zum Glück hast du es gesagt, ne? Strike the pose, act like a model. Yeah, gib alles, Selina. Hau dir ins Zeichen. Doch, du willst gewinnen. Es darf sich jeder nämlich immer ein Foto aussuchen von denen, die geschossen wurden, und die treten dann gegeneinander an. Ich habe vor, jetzt kein lustiges Foto oder so zu machen, sondern ich will so ein bisschen edgy Foto machen, so wie ich es mit Chiara, die heute hinter der Kamera ist, immer für Instagram mache. Und ich will hier bitte so drin sein und mich hier irgendwo oben so halten und voll so auf Modezeitschrift machen bitte. So, ich will bitte Selina frontal vor mich haben und wenn du schaffst, so viel wie möglich Ganzkörper. Also, auch mit den ganzen Schuhen drauf und so. Wenn's geht. Meine Abonnenten fragen sich, was macht die Alte? Also, die beiden treten jetzt gegeneinander an und zwar hier. Und bitte dazu schreiben, zwei, Selina oder Jana. Die Hintergrundunschärfe, also dass der Hintergrund unscharf ist und der Vordergrund, also hier Selina, scharf ist, das nennt man einen sogenannten Bokeh-Effekt, so wie das du zum Beispiel nennen würdest, nämlich ja, Chiara genau. Ist nämlich Fotografin. Mega fancy, oder? Leute, es gibt so viele Plätze hier in Wien, auch mal wieder mit Chiara Instagram-Fotos zu machen. Wir sind schon richtig verliebt wieder in voll viele Locations. Da hinten ist zum Beispiel ein Spielplatz, aber da sind voll viele Kinder drauf. Ich weiß nicht, ob mir das zu peinlich ist. Also ein Kind will nicht die Schaukel wegschnappen, aber sonst. Ach so, jetzt macht sie wieder einen auf süß, nur damit ihr für sie stimmt, Mann. Also mir ist nicht vieles peinlich, aber auf den Spielplatz da Fotos zu machen, wäre mir jetzt schon relativ peinlich. Überhaupt mit der Hauptkamera hier. Ich glaube, wir suchen uns was anderes. Unsere nächste Location ist die Donau. Wir sind an der Donau. Ich würde einfach mal sagen, wir können uns hier frei austoben. Jeder kann sich irgendwas Cooles aussuchen. Lustig, schön, romantisch, keine Ahnung, was einem einfällt. Ich weiß schon was, aber zuerst zeigen wir euch mal kurz die Location. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich mache nicht romantisch an der Donau, ich mache lustig, okay? Goals, Jackpot, da ist gar nicht so viel Müll drin. Okay, Selina, Handy raus, den Hintergrund unscharf haben. Okay. Nödel hat Durst. Passt, oder? Passt. Oh. Raus aus dem Mülleimer hier. Ich freue mich auf eine Dusche. So, ein mehr romantischer Stargast ist halt der Knädel. Wir machen es jetzt gemütlich beim Wasser. Komm, Knädel. Passt auch viel besser zu Selina romantisch. Ich bin hier der Witzbold. So, Selina. Ganzkörper, unscharf, scharf im Hintergrund. Was hättest du gerne? So her? Scharf im Hintergrund oder unscharf? Scharf. Kannst du Knödel gleich ins Wasser reinschmeißen? Nein, dem ist heiß. Ey, Schätzi, schau her. Ein Traumbar. Hey, ich bin verliebt. Und hier seht ihr jetzt eingeblendet die zwei Fotos. Ihr dürft entscheiden, wer die dritte Location Donau besser gerockt hat. So Leute, wir haben uns drei sehr coole Locations ausgesucht. Jetzt dürft ihr entscheiden, wer von uns gewonnen hat. Was denkst du? Keine Ahnung, es ist echt schwer zu sagen, aber nehmt es auf gar keinen Fall Jana, das wollte ich dazu sagen. Okay, ich bin jetzt mal nicht so, ich fand uns beide gleich gut, also entscheidet so ziemlich gleich, okay? Aber Locations waren cool, Fotos sind cool und ich wollte mich nochmal bedanken bei Samsung für die Zusammenarbeit, dass wir heute das Samsung Galaxy A6 Plus verwenden durften, war echt cool. Dankeschön. Danke, danke. Und ansonsten sage ich noch, ich wünsche euch noch einen wunderschönen, ich will, dass du mitsprichst. Ach so, ja, das war ich ja nicht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag. Oder Tag.
wann auch immer ihr das anschaut, und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Das habt ihr übrigens Selina auch mal vor der Kamera gesehen. Ne? Das Video ist jetzt vorbei, drum schaut bei den anderen rein. Abonniert mich auf Twitter und Instagram, dort gibt's bestimmt keinen Spam. Nur coole Fotos.